Kaliningrad. 9 Uhr Moskauer Zeit. Am 22. April 1991. Dem 267. Geburtstag von Immanuel Kant. Die Gebeine des Philosophen liegen nicht mehr hier. Es wird erzählt, kurz nach dem letzten Krieg hätten Jugendliche auf der Suche nach Gold und Edelsteinen den Sarkophag geöffnet und die Knochen irgendwo in der Stadt verstreut. Mehr als 45 Jahre lang war Kaliningrad für westliche Ausländer eine verbotene Stadt. Königsberg, von englischen Bombern in Schutt und Asche gelegt. Im April 1945 fiel die Stadt nach schweren Kämpfen in die Hand der Roten Armee. Ostpreußens Metropole, Deutschlands östlichste Großstadt, ging mit dem besiegten Reich unter. Mehr als 100.000 Zivilisten waren bei Kriegsende noch dort. Die meisten überlebten die kommenden Jahre nicht. Im Februar 1945, an Immanuel Kants Todestag, hasteten unter sowjetischem Artilleriebeschuss ein letztes Mal drei Verehrer auf die Dominsel und legten einen Kranz auf sein Grab. Das Mausoleum war das einzige Bauwerk der Innenstadt, das unversehrt blieb. Wo stand das Haus Immanuel Kants? Die Löbenichtkirche, die er von seinem Arbeitszimmer aus sehen konnte. Nicht eine Spur. Nicht einmal die Plätze der verschwundenen Bauten sind eindeutig zu bestimmen. Nach dem Krieg sind Menschen aus allen Teilen der Sowjetunion hierher gekommen. Russen, Weißrussen, Ukrainer, vom Schwarzen Meer, den Gebirgen des Ural, Asien. Sie bauten sich eine neue Stadt. Stalin gab ihr den Namen seines soeben verstorbenen Weggefährten, Kalinin. Die Kreuzkirche. Königsbergs jüngstes Gotteshaus, eingeweiht 1933. Sie diente den Kaliningradern lange Jahre als Fischfabrik. Was ist der Mensch? Dieses, sagt Immanuel Kant, ist die Grundfrage aller Philosophie. Was kann er wissen? Was soll er tun? Was darf er hoffen? In Kaliningrad wächst die dritte Generation heran. Die Epoche der Sowjetmacht geht zu Ende. Auch hier. Die Völker des zerfallenden Imperiums besinnen sich auf ihre historischen Wurzeln und Eigenarten. Worauf können sich die Kaliningrader beziehen? Die Ruine des Doms, Kants Grab stehen einsam, eine Toteninsel im Herzen der Stadt. Gegenüber, auf der anderen Seite des Pregel, erhob sich früher das Ordensschloss,
Bis 1965 noch. Dann mussten seine Überreste dem Haus der Räte weichen. Ein Befehl von höchster Stelle, direkt aus dem Kreml. Der Faschistenbau muss weg, hieß es damals. Beinahe wäre auch der Dom abgerissen worden. Noch immer schwitzt der Schlossberg Ziegel der deutschen Ordensburg aus. Ein Stück Grundmauer des Ostflügels vermutlich. Genaueres können nur Archäologen feststellen. Das Dom Savietow, das Haus der Räte, ist eine Bauruine geblieben. Die Vernichtung der Geschichte war in der Sowjetunion Programm. Kaliningrad sollte eine Stadt ohne Vergangenheit sein. April 21, 1991. Ein Kaffeeklatsch zu Ehren von Immanuel Kants Geburtstag. Die Studenten der Kaliningrader Universität haben eine alte Tradition wiederentdeckt. Schüler und Freunde des Philosophen trafen sich nach seinem Tode alljährlich zu einem Gedächtnismahl. Diese Studenten waren junge Pioniere, Komsomolzen. Sie haben gelernt, dass Kant ein bürgerlicher Idealist gewesen ist. Vor ein paar Jahren noch wäre eine solche Zusammenkunft gefährlich gewesen. Die Torte gehört zum Ritual. Wer die darin versteckte Bohne findet, ist König. Das heißt ausersehen und verpflichtet, ein Jahr lang Neuigkeiten über Kant zu sammeln. Gerühmt sei auf immer und ewig, der Regeln für gute menschliche Beziehungen aufgestellt hat und versucht, die Menschen glücklich zu machen. Что меня привлекает в Канте, так это его вера в людей, его желание сделать людей лучше. Was mich anzieht an Kant, ist sein Glaube an die Menschen, sein Wunsch, sie besser zu machen. Er wendet sich dabei nicht nur an Personen, sondern auch an die Staaten. Es ist sehr schön, in unserem Jahrhundert des Pessimismus, wo niemand an etwas glaubt, sich irgendwo hinwenden zu können, Kraft zu schöpfen. Ich beende gerade mein Lehrerstudium. Ich werde also künftig mit Menschen zu tun haben. Und da sind mir Kants Empfehlungen für die Entziehung eine Stütze. Какими методами он советует воздействовать на детей? Es gibt ja den berühmten Satz, zwei Dinge erfüllen die Seele mit immer neuer Ehrfurcht und Bewunderung. Der bestirnte Himmel über uns und das moralische Gesetz in uns. Und ich denke, das ist das Wunderbare an Kant, dass er nicht abging davon, von den kategorischen Imperativen. Я живу недалеко от кафедрального собора. Ich wohne nicht weit entfernt von der Kathedrale und ich spaziere oft auf den Wegen, die Kant und seine Zeitgenossen gingen, wo er seinen Fuß hinsetzte. Современники Канта и где ступала нога философа. Sein Grab in unserer Stadt ist ein ganz besonderer Platz. Die Menschen kommen oft dorthin, um sich von den Betrübnissen des Alltags auszuruhen, von der Arbeit, sogar von der Familie. Ich möchte sagen, dass Kant unsere Hoffnung ist.
если сказать по-немецки. Кант ist unsere Hoffnung. Yeah.